Wir hatten ja heute die große Tarifkommission Metall und Elektro und heute ging es darum, die Forderung zu beschließen, die wir für Nordrhein-Westfalen als die richtige empfinden. Wir haben auch nochmal unsere Auswertung der Betriebsrätebefragung angeschaut, die wir in vielen Unternehmen gemacht haben mit einem relativ großen Rücklauf. Dabei ist nochmal rausgekommen, dass die Faktoren, die die Zukunft für die Unternehmen beeinflussen, relativ positiv dastehen. Und bei unserer ursprünglichen Empfehlung von 4,5 bis 5 haben wir keinen Grund, bei 4,5 zu liegen, sondern wir haben ganz klar die 5 einstimmig so abgeschlossen. Da gab es keine Enthaltung und auch keine Gegenstimmen. Und das bestätigte ja auch den Forderungen, dass man eine 5 will. Wir haben ja auch in den letzten Wochen nochmal unsere Betriebsräte gefragt. Wie sieht es aus? Wie ist die Beschäftigung? Wie ist die Umsatzlage? Und alle Zahlen zeigen, es ist eine ganz normale Tarifrunde. Wir haben eine gute Beschäftigungssituation, wir haben eine normale Auslastungssituation. Es gibt überhaupt keine Gründe, in Krisengejammer rüberzugehen. Also für die nächste Tarifrunde, die jetzt ansteht, 2016, wäre es gut, wenn die Arbeitgeber zügig in Verhandlungen kämen, Angebote unterbreiten, weil die Karten relativ klar auf dem Tisch liegen. Gerade die starke Binnennachfrage, gerade die Erhöhung der Reallöhne, die wir in den letzten Tarifrunden geschafft haben, dieses Geld hat auch dafür gesorgt, dass wir eine stabile Konjunktur in Deutschland haben. Wenn wir Geld haben, was wir ausgeben können, das fördert wieder die Industrie, die es produziert, diese Konsumgüter. Und davon ist in der Region auch jede Menge vertreten. Unsere Befragung hat gezeigt, dass die Lohnkosten auf Platz 5 oder 6 der Stelle stehen, wenn es darum geht, ob ein Unternehmen erfolgreich ist. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie viel gibt der Betrieb aus, um zukunftsfähig zu werden? Das Ergebnis ist, dass Firmen, die innovativ sind, die wissen, wo ihr Wettbewerb steht und die Marktkenntnisse haben, höhere Stückkosten durchkriegen können als Firmen, die das eben leider nicht machen. Das hat ja auch unsere Befragung gezeigt. Betriebe, die innovativ sind, die investieren, die haben eine stabile Auslastung und bauen sogar Beschäftigung auf. Also es lohnt sich, dieses Geld jetzt auszugeben, um in Zukunft einfach erfolgreich zu sein. Wer Innovationen will, wer gute Produkte will, wer gute Prozesse will, der braucht die besten Kolleginnen und Kollegen, der braucht die besten Mitarbeiter. Und dafür muss man auch ordentlich bezahlen. Deshalb ist es auch völliger Schwachsinn zu glauben, dass man ohne Tarifbindung mit billiger Prozessen gewinnen kann. Billiger wird es immer jemand auf der Welt machen können. Betriebsmitglieder ohne Tarifbindung müssen als erstes in die IG Metall eintreten, um dem Arbeitgeber zu zeigen, wir sind gemeinsam, wir sind stark. Wir akzeptieren es nicht mehr, dass die Betriebe ohne Tarifbindung einfach von der Couch aus sich angucken, was in dieser Tarifbewegung passiert. Wir haben festgestellt, durchschnittlich wird 18 bis 19% weniger Geld bezahlt in diesen Betrieben, dass Frauen in diesen Betrieben um 27% schlechter bezahlt werden, dass Un- und Angelernte um 28% schlechter bezahlt werden. Das ist alles eine Frage der Gerechtigkeit. Und es geht um etwas anderes. Diese Betriebe machen im Prinzip eine Schmutzkonkurrenz den guten tarifgebundenen Betrieben. Uns geht es darum, Tarifverträge sicher noch immer Konkurrenzbedingungen. Und wer sich in den OT verabschiedet, der wird von uns jetzt eingefangen. Da wird man nicht von Anfang an sofort reinkommen, aber das ist ein Prozess, der jetzt begonnen hat und der mit Langlauf seine Wirksamkeit zeigen wird. 5% mehr Geld, Ausgleich einer Zielinflationsrate, Ausgleich von Produktivität und Umverteilung, genau das sind die Komponenten, die wir jetzt brauchen. Und wenn es Warnstreik geben muss, wird es Warnstreik geben. Also wir werden definitiv mobilisieren und wir sind auch gut vertreten in unserer Region. Nur so kann das Modell Tarifrunde funktionieren, wenn alle zusammenstehen und wir gemeinsam für eine Forderung einstehen. Und die nicht organisierten Betriebe müssen jetzt langsam mobilisiert werden. Das Thema Tarif, warum gibt es mehr Geld, was ist eine Tarifbewegung, das muss in den Betrieben diskutiert werden. Und letztlich geht es darum, wie stark sind wir in den Betrieben. Auch für Jugendliche, die noch nicht organisiert sind, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um in die IG Metall einzutreten und jetzt Teil der Bewegung zu werden, von der sie am Ende auch profitieren. Wenn sie eingetreten sind, sind Mitglied der IG Metall, werden sie komplett unterstützt, haben ihre Rechtsberatung, können Fragen stellen. Wer mehr Geld will, wer gerecht behandelt werden will, der muss sich jetzt für die IG Metall entschließen und der IG Metall beitreten. Nur Fläche hat mehr drin.